Guten Tag aus Salzburg, guten Tag zum Talk im Hangar 7. Guten Tag zu Hause, wo immer Sie sind. Und wie immer, Sie sich an diesen Tag erinnern, den 11. September 2001, 9/11. America is under attack, Amerika wird angegriffen. So hat George W. Bush, der amerikanische Präsident, es damals erfahren. In einem Buch, das dieser Tage erschienen ist, heißt es, 9/11 ist ein Film, den 2,5 Milliarden Menschen gesehen haben. 9/11 ist eine Katastrophe, die tausende Menschen das Leben kostete und Hunderttausende in den Kriegen in Afghanistan und im Irak. 9/11 ist eine Tat, die Angst und Schrecken in der ganzen Welt verbreitet hat. 9/11 ist das Verbrechen des Jahrhunderts. So fragen wir heute, 10 Jahre nach 9/11, wie vernetzt sind Angst und Terror? Denn die Angst ist noch immer in der Welt und der Terror ist es auch. Ich freue mich auf unsere Gäste. Wolfgang Ischinger, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, war viele Jahre deutscher Botschafter in den USA und hatte dort am 11. September 2001 seinen ersten Arbeitstag. Er sagt, die größte Herausforderung für den Westen ist, dass Terrorangst nicht in Islamhass umschlägt. Daniele Ganser, der Schweizer Friedensforscher und Historiker, lehrt an der Universität Basel. Er zweifelt an der offiziellen Version zum 11. September und kritisiert, die Terrorangst wird geschürt, um Ressourcenkriege zu legitimieren. Friedrich Steinhäusler ist Professor für Physik an der Universität Salzburg und berät die NATO und die EU in terroristischen Sicherheitsfragen. Er ist überzeugt, der islamische Terrorismus ist heute in Europa kein Problem. Stefan Aust, der langjährige Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, gilt als einer der profiliertesten deutschen Journalisten. Für ihn steht fest, die USA und der Westen sind Al-Qaida und Bin Laden in die moralische und militärische Falle gegangen. Klar. Herr Ganser, Wolfgang Ischinger sagt, das, was wir heute wissen, wissen wir es oder stehen wir vor einer großen Zahl weiter ungelöster Fragen, die wir jetzt nicht mit dem Begriff Verschwörungstheorien belegen wollen? Meiner Meinung nach stehen ziemlich viele Fragen im Raum, auch 10 Jahre nach den Anschlägen. Es gibt einfach einen globalen Streit, der also weit über Salzburg rausreicht. Es gibt Leute, die haben die Meinung, die Bush-Regierung habe die Anschläge zugelassen. Es gibt Leute, die glauben, Bin Laden sei es gewesen. Jetzt, als ich mit dem Taxi angekommen bin in Salzburg, habe ich einen Taxifahrer gefragt, was er denn glaubt. Ich habe ihm gesagt, wir haben da eine Sendung, hat er gesagt, das haben die USA selber inszeniert. Habe ich ihn gefragt, warum er das glaubt. Ja, und wir Historiker an der Universität müssen die Geschichte schreiben. Und das ist schon ziemlich schwierig, weil wir müssen uns auf eine Geschichte festlegen und müssen darum nochmal alle Fakten prüfen. Wie ist das für Sie, Stefan, aus? Die sind ja zusammengestürzt. Aber Sie wollen jetzt nicht ernsthaft sagen, dass irgendwie die CIA das World Trade Center mit Bomben belegt hat. Ich möchte eine Antwort. Wenn Sie sie mir geben können, höre ich gerne zu. Aber ich suche eine Antwort, eine physikalisch richtige Antwort. Brauchen wir eine neue in Hollywood inszeniert wie die Mondlandung? Ich möchte eine Geschichte erzählen aus Zürich. Ich war in Zürich und habe den Einsturz vom World Trade Center 7 untersucht. Das ist also dieses dritte Gebäude, wo kein Flugzeug reingefahren ist. Dann bin ich zu einem Baustatiker gegangen. Jörg Schneider heißt er und Hugo Bachmann sind zwei Baustatiker. Das sind also, die haben das die ganze Zeit in ihrem Leben, haben die Betonstahl Stahl gebaut. Und in der Schweiz ist man ja dann im Militär und in der Zeit, wo man Militär ist, haben sie die wieder gesprengt. Das heißt, die waren in dieser Welt zu Hause. Und da habe ich ihnen gesagt, schauen Sie her, WTC 7 ist zusammengestürzt am 11. September. Und da war genau diese Frage, die jetzt hier wieder auftaucht von Herrn Ischinger. Und die haben mir gesagt, wie geht das runter? Das kann ja nicht sein am 11. September. Habe ich gesagt, ja, das, was ich sehe, ist, dass das Gebäude sicher zusammengestürzt ist. Und dann sitzen wir vis-à-vis an der ETH Zürich. Und wissen nicht mehr weiter. Und dann sagt er, ja, Herr Ganser, sind Sie denn sicher, dass da nicht noch ein fünftes oder sechstes Flugzeug reingeflogen ist? Sage ich, ja, da bin ich sicher, da ist kein Flugzeug reingeflogen. Und dann ist eigentlich die Möglichkeit bei WTC 7 im Moment nur entweder Feuer oder Sprengung. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und dann will ich auch mehr Daten haben, bevor wir sozusagen sagen, die Geschichte ist geklärt. Wir können nicht so tun, als ob die Geschichte geklärt ist. Ist sie nicht.
Darf ich es mal versuchen, da wir diese Fragen ja nicht beantworten werden, auch die, die Herr Steinhäuser und Herr Ganser jetzt sagen. Haben Sie im Laufe der Jahre mal Zweifel gehabt, dass Sie die ganze Wahrheit wissen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Natürlich sind alle Fragen, auch die, die hier gestellt werden, berechtigt. Es gibt keine Frage, die unberechtigt ist. Die Frage ist nur, ob diese Fragen wirklich relevant sind. Ich habe in der ganzen Zeit, in der äußern, das ist sondern die einfach öffentlich geblieben sind. Nein, das ist ganz einfach. Der Vorgang selbst ist einfach unglaublich. Der ist so unglaublich wie die Mondlandung. Und Dinge, die unglaublich sind, die glaubt man einfach nicht. Und da gibt es Leute, dass sie die denken, weil die Sache so gewaltig, so unglaublich, so besonders schlimm ist, dass da irgendwas ganz anderes passiert sein muss. Das ist pure Fantasie, sage ich Ihnen. Aber das ist zu einfach, Herr Fantasie. Ich sage Ihnen, das ist einfach, aber die Welt ist manchmal einfacher, als Verschwörungsfanatiker denken. Nee, aber darf ich da nachhaken? Glauben Sie übrigens auch daran, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hat? Nein, die hat doch stattgefunden. Aber Herr Haus, etwas möchte ich sagen. Es gibt physikalische Grundgesetze, an die müssen Sie sich halten und die müssen Sie auch Amerikaner halten. Also wenn wir, darum geht es. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gebe mit den Studenten ein Seminar, ja, dann kommen die also ins Seminar rein. Darf ich kurz? Ja, kurz, und dann würde ich gerne auf die Hand gucken. Und die kommen rein und dann die einen Studenten sind überzeugt, das war Bin Laden. Die anderen Studenten sind überzeugt, Bush und Cheney haben das inszeniert. Ja, jetzt warten Sie mal, das ist die akademische Debatte, die muss Raum haben. Und dann gebe ich beiden Gruppen sozusagen das Recht, ihre Daten zu liefern. Und das hat nichts damit zu tun, dass die noch nie eine schwierige Situation im Leben hatten und jetzt irgendwie abspinnen. Sondern die haben relevante Fragen und diese Fragen werden eine nach der anderen durchgegangen. Also ich würde es nicht einfach in ein Paket tun von die Fragen haben, sind Spinner. Weil das widerspricht jeder wissenschaftlichen Vorgehensweise. Da wir all die Fragen stellen wollen und zumindest es versuchen, ohne dass wir sämtliche Antworten heute finden werden, würde ich um Verständnis bitten, wenn ich jetzt noch mal kurz Ihnen ein paar Bilder zeigen. Mit dazu. Ja, aber im Moment haben wir eigentlich das Tabu, dass wir nicht über Ressourcenkriege sprechen können. Also ich sage mal in den Schweizer Zeitungen, ich weiß nicht, ob es in Österreich ist. Wir können das ja hier austragen. Eines Bundespräsidenten. Ja, aber eben, das ist doch signifikant. Der Rücktritt ist doch das Signifikante. Wenn wir jetzt eine Woche lang oder ein Jahr lang über Ressourcenkriege gesprochen hätten, dann hätten wir sozusagen den 11. September auch in diesem Kontext von Ressourcenkriegen diskutiert, weil das interessiert die nächste Generation sehr. Aber die Ressourcenkriege finden ja nicht so statt, dass man das Ding besetzt und sich das abzweigt, sondern es geht auf den Weltmarkt. Aber darf ich das mal ausführen? Die Studenten fragen sehr pointiert, ist es jetzt eine Jagd nach Terroristen oder ist es eine Jagd nach Erdöl und Erdgas? Und einige Generationen später wird sich das natürlich noch pointierter sozusagen als Frage in den Raum stellen, wenn die Vorräte knapper werden. Aber nicht das eine oder das andere, sondern es ist eine Gemengelage von verschiedenen Faktoren. Aber warum sind die am selben Ort? Warum sind die Terroristen in der Region, wo das Erdöl unten dran liegt? Also das ist ja eine dieser Fragen, die bewegt. Es gibt auch Terroristen, glaube ich, in Ländern, die kein Erdöl haben. Nee, aber wenn wir jetzt die 10 Jahre passieren lassen, ja, wo werden die Militärbasen aufgebaut? Ja, nicht irgendwo. Wenn Sie die Baku-Tbilisi-Ceyhan-Pipeline anschauen, dann müssen Sie immer Pipelines und Militärbasen anschauen. Was die Politiker erzählen, ist eine andere Geschichte. Aber wenn Sie die Militärbasen anschauen, wenn Sie die Pipelines anschauen, wenn Sie die großen Reserven anschauen, dann sehen Sie, wir haben tatsächlich Ressourcenkriege. Das ist meine feste Überzeugung. Der Kampf oder Krieg gegen den Terrorismus. Ich will es aus gegebenem Anlass, nämlich aus Beispielen der letzten Tage, Stichwort Libyen, nochmal einen Punkt. Wenn wir dann zu dieser Rolle der Geheimdienste mehr reflektieren und forschen, Dick Marty hat ja diesen Bericht geschrieben über CIA Rendition, er ist Schweizer Ständerat und wir sind natürlich in Kontakt gewesen, aber die Sache ist die, die Leute fragen sich am Schluss, sind jetzt die Geheimdienste da, um uns zu schützen als Bürger? Denn wir bezahlen ja Geld als Steuern, das ist schon schwer genug. Und die Dienste sollen uns damit schützen, das ist Aufgabe der Regierung. Oder sind die Geheimdienste in dunkle Machenschaften involviert, führen die noch Terroranschläge aus mit unseren Steuergeldern, um uns in Angst und Schrecken zu bringen? Das ist aber jetzt eine neue Behauptung. Lassen Sie mich das abschließen. Und da sage ich einfach, wir haben natürlich Fälle, wo es verständlich ist, dass die Leute misstrauisch sind. 1985 hat der französische Geheimdienst dieses Greenpeace-Schiff in die Luft gesprengt, Rainbow Warrior, weil das im Pazifik die Franzosen davon abhalten wollte, Atomversuche zu machen. Und der französische Geheimdienst, die haben sich noch als Schweizer ausgegeben, oder das hat uns schon ein bisschen brüskiert, oder? Der Moderator bittet um das Wort, weil ich ein bisschen Angst habe, dass die Details sehr viele werden. Wir werden sie nicht alle auflösen. Aber Herr Steinhäusler, gibt es einen Unterschied
zwischen der Art der Bekämpfung von Terrorismus bei den Amerikanern und bei, ich sage jetzt mal, den Europäern? Erkennen Sie da markante Unterschiede? Es gibt einen, und zwar, wir haben eine sehr gute Statistik über verhinderte Terroranschläge durch nachrichtendienstliche und polizeiliche Methoden. Wir haben eine sehr gute Statistik über Gerichtsverfahren für Terroristen, die als solche identifiziert worden sind. Und wir haben dazu kein Guantanamo gebraucht. Wir haben dazu kein Abu Ghraib gebraucht. Wir haben dazu kein Waterboarding gebraucht und auch keine Drohnen. Aber das, Sie haben noch keinen 11. September gehabt, ne? Wir haben ihn auch nicht benötigt. Ich sage es provokativ, jetzt, wir haben ihn auch nicht benötigt. Das heißt, Terrorbekämpfung ist meiner Ansicht nach der richtige Weg. Und er ist viel, viel effizienter als der amerikanische Weg. Aber wenn wir den Blick jetzt nochmal ein Stück nach vorne richten, was uns möglicherweise... ...zu sein, klar, B, offen zu diskutieren, was überhaupt die Situation ist, aber C, trotz der Gefahren ohne Angst in die Herausforderungen der Zukunft zu gehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie haben das Stichwort für unsere Schlussrunde schon gegeben. Denn das Stichwort